Frau Leukefeld, Sie halten sich momentan wieder in der syrischen Hauptstadt auf und haben dort heute Morgen das palästinensische Flüchtlingslager Yarmouk, das in letzter Zeit wegen heftiger Kämpfe in die Schlagzeilen geraten ist, besucht. Können Sie beschreiben, wie ist die Situation vor Ort? Ja, also es war etwas gespenstisch, muss ich sagen. Es gibt ja unterschiedliche Zugänge zu diesem Gebiet, das insgesamt etwas über 2 Quadratkilometer groß ist. Und wir sind also praktisch vom Haupteingang her in das Lager hineingegangen. Der Haupteingang ist dort, wo also 3 große Straßen zusammenkommen, die sich also von Norden nach Süden durch das Lager ziehen. Und es ist alles abgesperrt. Es ist sonst eigentlich immer ein unglaublich lebhafter Platz dort vor dem Lager mit Bussen, mit Taxis, mit vielen Leuten, die da herumlaufen. Alles leer. Das Bild ist geprägt von bewaffneten Männern. Vor dem Lager sind Vertreter der syrischen Armee und in dem Lager sind Vertreter verschiedener palästinensischer Gruppen, die sich also zusammengetan haben, um gegen die bewaffneten Kampfgruppen zu kämpfen, Nusra-Front und den Islamischen Staat. Wir sind nach Mukhaim hineingegangen, das ist also das ursprüngliche alte Lager. Mukhaim heißt auch Lager, wo also vor allen Dingen die Palästinenser gelebt haben. Im südlicheren Teil von Yarmouk haben ja auch sehr viele Hunderttausende Syrer gelebt. Die Zivilbevölkerung hat bis auf wenige Tausend das Lager komplett verlassen. Die Zerstörung ist extrem groß. Wer hat Sie in das Lager begleitet? Ich bin noch mit einem anderen Kollegen dort gewesen, ein Journalist aus Kroatien. Ich bin ja hier akkreditiert und bin mit einem persönlichen Begleiter dort gewesen. Der Kollege hatte eine Übersetzerin des Informationsministeriums dabei. Wir kamen also dorthin, wurden begrüßt vor dem Lager von einem General der syrischen Streitkräfte, die das Lager sichern. Also man kann auch sagen, die es abgesperrt haben. Und er hat uns eine Übersicht gegeben über die aktuelle militärische Lage dort im Camp. Anschließend haben wir gesprochen mit 2 Vertretern des UN-Hilfswerks für palästinensische Flüchtlinge, UNRWA. Und dann sind wir in das Lager hineingegangen mit palästinensischen Kämpfern und einem Soldat, der uns also zugeordnet worden war. Denn eigentlich betritt die syrische Armee das Lager nicht. Die Palästinenser achten sehr darauf, dass sie das Kommando und dass sie das Sagen haben in dem Lager. Und dann sind wir durch verschiedene extrem zerstörte Straßen gegangen, wo also überall auch kleinere Gruppen bewaffneter Männer waren. Das waren alles Palästinenser. Sie haben gerade von Hilfsorganisationen gesprochen. Der UNO-Gesandte Ramsi war ja auch kürzlich in Syrien und hat mit Assad verhandelt. Haben diese Verhandlungen denn schon Resultate gezeigt? Also sind inzwischen Hilfsgüter dort angelangt? Sind Leute aus dem Lager herausgekommen? Ja, es ist also so, dass die beiden UNRWA-Vertreter, mit denen wir gesprochen haben, heute Morgen gesagt haben, dass eigentlich bis auf ungefähr 6, vielleicht sind es auch 7.000 Zivilisten, eigentlich alle das Lager verlassen haben, und zwar durch den nördlichen Teil, durch den Grenzposten, also durch diesen Kontrollpunkt der syrischen Streitkräfte. Die haben also diese Leute dort herausgelassen, die sind evakuiert worden in Nachbarviertel, wo sie teilweise in Schulen untergebracht sind. Es handelt sich da um eine Zahl von etwa 6.000 bis 8.000 Personen, also man spricht von 1.000 Familien. Und es sind Personen im Lager verblieben, die vermutlich enge Kontakte haben zu den bewaffneten Gruppen im Süden des Lagers. Und man geht davon aus, dass es eigentlich Angehörige sind, Familien, deren Männer oder Söhne in den Kampfgruppen aktiv sind und die aus diesem Grund eben halt das Lager auch nicht verlassen. Es gibt im Osten des Lagers, also von Tadamon her, gibt es Verteilpunkte von humanitären Hilfsgütern, von Lebensmitteln, Medikamenten,
Tabletten, um Wasser zu reinigen. Und das wird verteilt vom syrischen arabischen Roten Halbmond und vom palästinensischen Roten Halbmond. Sie haben gerade davon gesprochen, dass palästinensische Kampfgruppen immer noch sich im Lager aufhalten. Meinen Informationen zufolge sind aber auch Teile der Al-Nusra-Front immer noch im Lager vertreten, während sich die ISIS oder der Islamische Staat zurückgezogen hat. Was wissen Sie darüber? Ja, also wenn man mit Leuten aus dem Lager spricht, mit Palästinensern oder auch mit Syrern, die dort gelebt haben früher, wenn man auch mit Sicherheitskräften spricht und dem Militär oder auch Leuten, die sozusagen der Opposition angehören, dann stellt sich das Bild schon etwas anders dar. Es ist so, dass also diese bewaffneten Kampfgruppen, die ich jetzt, also die Nusra-Front oder der Islamische Staat, oder andere kleinere islamistisch orientierte Gruppen, die gegen die Regierung kämpfen, die rekrutieren sich im Wesentlichen aus Personen, die entweder aus dem Süden von Yarmouk kommen oder aus dem Umland von Damaskus, aus diesen Orten, die südlich von Yarmouk liegen, Hajar al-Aswad, Tadamun. Und die werden unterstützt also nach allem, was ich gehört habe, auch finanziert und ausgerüstet von Personen, die aus dem Ausland gekommen sind. Während es halt im Lager auch palästinensische Gruppierungen gibt, die sich bewaffnet haben, um diese anderen Gruppierungen aus dem Lager wieder herauszudrängen. Es ist also eine sehr komplizierte Situation und die Palästinenser sind an diesem Punkt leider gespalten. Ja, um nochmal ein bisschen Ordnung in die komplizierte Situation zu bringen, können Sie nochmal erläutern, wie es eigentlich zu diesem Konflikt, wie es zu den Kampfhandlungen um Yarmouk gekommen ist? Also es ist ja so, dass sich palästinensische Flüchtlinge seit 1948 in Syrien befinden. Yarmouk ist eines der ältesten Lager, das 1957 aber erst offiziell, also von der UNO betreut wurde und übernommen wurde. Die palästinensischen Flüchtlinge, die dort leben, haben, die in Syrien leben, haben eigentlich die gleichen Rechte wie die Syrer auch. Sie haben nur eine andere Nationalität. Und das unterscheidet die Situation der Palästinenser in Syrien von der Palästinenser in Libanon oder in Jordanien ganz gewaltig. Es gibt eine Vereinbarung, dass die Situation in den Lagern von den Palästinensern selber organisiert werden. Also es gibt eigene soziale Institutionen, es gibt einen eigenen Roten Halbmond der Palästinenser, es gibt eine eigene palästinensische Befreiungsarmee. Die syrische Armee hält sich also außerhalb dieser Lager auf. Als die, sagen wir mal, Demonstrationen 2011 begonnen haben, war Palästinenser gespalten. Also von der jüngeren Generation haben viele gedacht, das ist ein Aufstand, den sie unterstützen wollen, während die Älteren sich eher zurückgehalten haben. Denn es gibt ein Prinzip der Nicht-Einmischung für die Palästinenser in Syrien oder auch in anderen Ländern, wo sie sich als Gäste betrachten. Denn sie sind ja eigentlich Flüchtlinge, die zurückkehren wollen in ihre palästinensische Heimat. Und das ist ja auch die Position der PLO, also das Prinzip der Nicht-Einmischung. Aber es gab Gruppierungen, die sich eben halt ganz klar auch auf der Seite der Protestbewegung anfangs verortet haben, die später dann auch im bewaffneten Gruppen angeschlossen haben. Und das war insbesondere die Hamas, die da eine Rolle gespielt hat, weswegen die Hamas-Führung Syrien dann auch verlassen hat Anfang 2012. Also dieser Konflikt war auch präsent in dem Flüchtlingslager Yarmouk. Im Jahr 2012 sind dann erstmals bewaffnete Gruppen vom Süden her nach Yarmouk einmarschiert und die Zivilbevölkerung ist also zu Zehntausenden, Hunderttausenden eigentlich aus dem Lager heraus. Innerhalb von einem Tag war das praktisch leergefegt und dadurch hatten die bewaffneten Gruppen dort die Oberhand bekommen. Seitdem haben die palästinensischen Gruppen versucht zu verhandeln.
Mehrfach wurden Waffenstillstände ausgehandelt, mehrfach wurde gesagt, die bewaffneten Kräfte sollen das Lager verlassen. Es ist immer wieder gebrochen worden, sodass wir eben halt heute eine wirklich katastrophale Situation dort haben. Ich wollte nochmal zurückkommen auf den Islamischen Staat, der ja jetzt gerade für die Eskalation in Jarmuk gesorgt hat und sich zurückgezogen hat. Wie sehen denn generell aktuell die Machtverhältnisse aus in Syrien? Also wie stark ist der Islamische Staat geworden, wenn er schon bis Damaskus vorgedrungen ist? Also diese Gruppierung, die dort in Jarmuk eingedrungen ist, besteht im Grunde aus Personen aus dem Umland von Damaskus, die früher bei der Nusra-Front gekämpft haben. Und dann gab es da irgendwelche internen Auseinandersetzungen, sodass die dann zu der anderen Gruppe übergegangen sind. Also die Grenzen sind da fließend, die Leute wechseln häufiger die Fahne, sage ich mal. Und das hat auch viel damit zu tun, wem man sich jetzt zugehörig fühlt. Das hat viel auch mit persönlichen Gründen zu tun oder auch mit Geld und der Ausrüstung. Insgesamt in Syrien kann man sagen, dass es also in den Gebieten im Nordosten des Landes, Raqqa, der Sur, also eine starke Präsenz des Islamischen Staates gibt. Aber es gibt teilweise auch eine Art nicht Vereinbarung, aber so ein sich leben lassen, sage ich jetzt mal, zwischen dem Islamischen Staat auf der einen Seite und der syrischen Armee auf der anderen Seite, obwohl es auch immer wieder zu Kämpfen kommt und zu vielen Toten. Also es ist eine sehr unübersichtliche Situation. Der Islamische Staat ist auch präsent im Süden des Landes, in Dera, im Horan, ist präsent auf den Golanhöhen, und in Idlib und im Umland von Aleppo. Aber das heißt nicht, dass sie dort die Macht ausüben. Also die Macht, die vom Islamischen Staat im Übrigen ausgeht, ist im Wesentlichen ihr sehr brutales Vorgehen gegenüber den Leuten, die sich ihnen nicht unterwerfen oder nicht anschließen. Und wenn man zum Beispiel mit Leuten aus Raqqa spricht, von denen viele hierher nach Damaskus kommen, weil sie ins Krankenhaus müssen, weil sie hier ihre Prüfungen absolvieren wollen, oder um ihre Gehälter abzuholen, dann merkt man auch, dass die Bevölkerung, selbst wenn sie in Raqqa, jetzt nehme ich das Beispiel, weiterhin leben, dass sie doch sich zwar da in die Situation fügen, dass sie aber doch immer wieder nach Damaskus kommen, also in das Gebiet, was unter der Kontrolle der syrischen Regierung und der syrischen Streitkräfte steht. Sie sagen, man arrangiert sich in gewisser Weise. Wie verträgt sich denn da die Einmischung anderer Staaten? Also wir wissen, dass seit Anfang April auch Kanada Luftangriffe auf den Islamischen Staat in Syrien fliegt. Welche Auswirkungen haben diese Einmischungen? Es gibt da eine unterschiedliche Einschätzung, aber wenn man jetzt mit Leuten von der Opposition, also von der politischen Opposition spricht, die sowieso gegen die bewaffnete, die gegen den bewaffneten Kampf sich aussprechen, egal ob das jetzt hier Syrer sind oder Ausländer oder internationale Mächte, die sagen, dass diese Angriffe im Wesentlichen eigentlich dazu beitragen, den Zorn gegen den Westen zu erhöhen. Denn wenn die Angriffe machen und zum Beispiel also Dörfer bombardieren, wo immer wieder auch Zivilisten ums Leben kommen, dann trägt das natürlich dazu bei, dass man gegen diese Angriffe ist und gegen die Staaten, die hinter den Angriffen stehen, und dass man sich dann eben halt einen Weg sucht, um sich auch zu bewaffnen und zu kämpfen, nicht unbedingt jetzt dann gegen Syrien, gegen die syrische Regierung oder im Fall des Iraks gegen die irakische Regierung, sondern einfach um präsent zu sein, um gegen diejenigen zu kämpfen, die also ihre Angehörigen getötet haben. Also diese Angriffe sind, das muss man sich auch mal vorstellen, seit über einem halben Jahr fliegen also diese hochgerüsteten westlichen Staaten mit ihren arabischen Bündnispartnern Luftangriffe, und trotzdem ist also diese Gruppe im Wesentlichen nicht eingeschränkt worden. Dann fragt man sich natürlich wirklich, was es überhaupt für einen Sinn hat. Frau Leukefeld, ich danke Ihnen für das Gespräch. Ich danke Ihnen auch.